den letzten Stunden haben wir Aldol-Addition, Aldol-Kondensation besprochen. Basenkatalysiert zum einen, zum anderen säurekatalysiert. Basenkatalysiert zeichne ich jetzt hier noch einmal auf. Eine Carbonylverbindung, in diesem Fall wäre es eben also Aceton gewesen, wird deprotoniert. Wir haben dann ein Enolat. Wir haben dann auch den genaueren Mechanismus mal betrachtet, um ja, stereochemische Besonderheiten zu erklären. Das waren diese Geschichten mit dem Zimmermann-Traxler-Übergangszustand. Okay, hier in diesem Fall bekommen wir also eine CC-Verknüpfung von der nukleophilen Position zu der elektrophilen Position, die zusätzlich noch aktiviert ist durch also die Koordination des Metalls hier an diesem Sauerstoff. Und nach der CC-Verknüpfung sieht es dann so aus, ist eine Gleichgewichtsreaktion und vorsichtige Hydrolyse kann uns dann das Aldol-Additionsprodukt liefern. Wie wir auch erfahren haben, im Falle des Acetons müssen wir schon spezielle Reaktionsbedingungen und speziellen apparativen Aufwand betreiben, um tatsächlich hier dieses guten Ausbeuten isolieren zu können. Das war die Geschichte mit dem Soxhlet-Extraktor und Magnesiumhydroxid oder Magnesiumoxid oder was Bariumhydroxid als Katalysator. Ja, und letzten Endes kann man hier dann auch Wasser recht gut eliminieren, zumal wir hier zu einem konjugierten System gelangen und diese Verbindung nennt sich Mesithyloxid. Säure katalysiert. In einer säurekatalysierten Ketoinol-Tautomerisierung wird das Enol gebildet, das mit dem Keton oder mit dem Aldehyd reagieren kann, welches am besten auch noch sauer katalysiert aktiviert ist, durch Protonierung aktiviert ist. Sie erhöhen hier die Elektrophilie. Deprotonieren, dann sind Sie hier beim Aldol-Additionsprodukt und dann wiederum kann es weitergehen zum Eliminierungsprodukt, zum Kondensationsprodukt, dem Mesithyloxid. Ja. Was wir nun heute näher behandeln möchten, ist die sogenannte Mannich-Reaktion. Und die ist sehr ähnlich der säurekatalysierten Aldol-Addition. Wir müssen im Grunde nur hier an dieser Stelle das Heteroatom ersetzen durch einen Stickstoff. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben das Enol. Und hier ein Stickstoff, ein Iminiumkation. Das Enol reagiert mit dem Iminiumkation. Sie sehen, völlig analoge Reaktion und nun minus H+, alles wiederum im Gleichgewicht. Dann sind wir bei dem Produkt der Mannich-Reaktion.
Für viele erscheint die Mannich-Reaktion wesentlich komplizierter als die Aldol-Reaktion. Ja, warum eigentlich? Ja, das hat etwas damit zu tun, dass also hier Sie zwar ein solches Iminiumsalz schon vorher hergestellt haben können und einsetzen, dann aber sehr häufig macht man es eben also auch so, dass das Iminiumsalz erst in der Reaktionsmischung gebildet wird. Ja, und dann haben Sie halt eine Mehrkomponentenreaktion, was die Sache halt ein bisschen verkompliziert. Ich ergänze hier jetzt mal Bildung des Iminiumsalzes. Säure katalysiert und es ist auch eine Kondensationsreaktion. Ja, aus der Carbonylverbindung und dem Amin wird Säure katalysiert, Wasser abgespalten, dann sind Sie beim Iminiumsalz. Jetzt möchte ich hier hinten noch etwas weiter ergänzen. Wenn Sie nun das Amin alkylieren, zum Beispiel mit Methyljodid, erhalten Sie ein Ammoniumsalz und in Gegenwart einer Base wird dann Jodwasserstoff abgespalten, natürlich hier deprotoniert, ja, das Enolat und das schmeißt dann das Amin raus. Und was Sie dann erhalten, ja, okay, das ist halt wieder das Mesityloxid. Jetzt sieht die Sache schon so aus, dass eben also hier die Mannich-Reaktion in diesem Beispiel nicht so besonders nützlich ist. Das Mesityloxid haben wir schließlich auch recht einfach hergestellt bekommen. Ja, und zudem, wenn wir hier Mesityloxid mit einem sekundären Amin umsetzen, kann auch dort eine konjugierte Additionsreaktion stattfinden, auch eine Gleichgewichtsreaktion, sodass wir im Prinzip auch hierhin kommen könnten. Auch wenn es aus sterischen Gründen gerade am Mesityloxid nicht so besonders eben also günstig ist, aber wenn man die äußeren Reaktionsbedingungen entsprechend anpasst, Amin und noch eben also vielleicht ein bisschen Druck drauf gibt, ne? Also hier von zwei Teilen wird halt ein Molekül immer günstig, da halt also hier per Druck das Ganze zu forcieren. Ja, kommen Sie also auch über das Mesityloxid dorthin. Also in der Tat, dieses Beispiel mag jetzt eben also hier nicht so präparativ besonders wertvoll sein. Ja? Aber wenn wir es ein bisschen schon abwandeln, etwas andere Substrate nehmen, zum Beispiel Cyclohexanon, Formaldehyd, das Dimethylamin, katalytisch eine Brönstedtsäure einsetzen, kann zum Beispiel ein bisschen Essigsäure in Ethanol sein. Dann läuft auch hier die Mannich-Reaktion ab. Dieses Produkt erhält man immerhin in 85% Ausbeute. Warum eigentlich dieses Produkt? Wir haben hier ein Keton und ein Aldehyd. Das Formaldehyd hat die höhere Elektronegativität am Kohlenstoff, die höhere Elektrophilie am Kohlenstoff, ist reaktiver, sodass sich das Iminium-Kation
aus diesen beiden Reaktionspartnern bildet, bevorzugt. Im Prinzip kann natürlich auch hier, na, wenn das der Formaldehyd nicht dabei wäre, dann würde natürlich eben das Dimethylamin auch mit dieser Carbonylgruppe reagieren. Aber wegen der höheren Reaktivität kommt es, dass wir hier das Iminiumkation bilden mit dem Formaldehyd und im Gleichgewicht das Cyclohexanon tautomerisieren zum Enol und dann zu dem Produkt gelangen. Ja, das Nukleophil reagiert hier mit dem elektrophilen Zentrum, dann wird noch deprotoniert, minus H+, und wir sind dann hier beim Produkt. Wenn wir hier jetzt die gleiche Reaktionssequenz machen, wie es dort vorne schon beschrieben worden ist, mit Methyljodid alkylieren und mit einer Base dann drangehen, erstens Methyljodid, zweitens Base, dann würden wir dieses Exomethylen-Cyclohexanon erhalten, Alpha-Beta-ungesättigtes Keton, was sterisch jetzt weniger abgeschirmt ist, was hochreaktiv ist, neigt schon zur Polymerisation, ja, ist eine empfindliche Verbindung. Die können wir auch herstellen, das ist beschrieben, aus Kondensationsreaktion von Cyclohexanon mit Formaldehyd unter ausgewählten Bedingungen. 50% kriegt man da irgendwo hin, muss sich aber dann beeilen und es ist halt schwierig, damit umzugehen, sodass wir halt diese Verbindung so sehen können, über die Alkylierung und dann mit der Base haben wir hier quasi eine stabile Lagerform von diesem hier vorliegen, was wir dann halt irgendwann generieren können. Ja? Aber was man natürlich auch sehr gerne eben also macht, das ist die Umwandlung von solchen Aminoketonen reduktiv, Lithium-Aluminiumhydrid oder Natrium-Borhydrid, in solche Aminoalkohole, die ihre Bedeutung haben, ja, für verschiedene Bereiche, vor allem also hier im Pharmazeutischen. Am Rande bemerkt, ne, das schreibt man immer so gerne mal hin, Methyljodid verwenden. Wenn Sie es tatsächlich mal verwenden, seien Sie bitte damit vorsichtig. Es ist ein Alkylierungsmittel. Und wie alle Alkylierungsmittel im Verdacht, ja, kanzerogen zu sein. Und bei Methyljodid ist es insofern auch noch besonders kritisch, weil es eine Verbindung ist mit einem Siedepunkt von nur 40 Grad Celsius. Ist halt leicht flüchtig. Ja? Ja, da muss man dann ordentlich unterm Abzug arbeiten, mit eben also den Frontschieber geschlossen, dass eben also alles getan wird, um zu verhindern, dass Methyljodid in die Atemluft des Laboratoriums gerät. Mannich-Reaktion funktioniert auch mit primären Aminen. Hier einfach Methylamin, HCl in Ethanol wird in diesem Fall verwendet. Zweitens, vorsichtig basisch gestellt. Ja, was ist hier das elektrophile Teilchen? Auch ein Iminiumsalz. Nämlich dieses hier, das protonierte Imin, ein Iminiumchlorid als Elektrophil, was an dem entsprechenden Enol angreift.
Und das Produkt, was dabei gebildet wird, ist dann dieses hier. Ist beschrieben, dass sich das in 70% Ausbeute isolieren lässt. Solche Iminium-Kationen sind recht starke Elektrophile. Die können nicht nur an Enolen angreifen, sondern durchaus auch an Enaminen und auch an Aromaten. Elektrophile Substitutionen am Aromaten gehen die ein. Und hier haben wir nun ein sehr bekanntes Beispiel, was ausgezeichnet funktioniert. Am Indol. Hier haben wir eine Enamin-Teilstruktur und gleichzeitig ist das ein Heteroaromat. Umgesetzt wiederum mit Methylamin, Formaldehyd, Essigsäure als Katalysator. Oh ne, ist im wässrigen System wurde das gemacht. Und man erhält dann die aminomethylierte Verbindung. Dimethylamin, sorry. Und das mit 98% Ausbeute. Damit ist es Zeit für eine Übungsaufgabe. Bitte versuchen Sie herauszubekommen, was denn das Resultat der Mannich-Reaktion ist, die zustande kommt, wenn man eine Mischung aus Morpholin Cyclohexanon und Benzaldehyd einsetzt unter saurer Katalyse Essigsäure mit Ethanol als Lösungsmittel. Als Übungsaufgabe jetzt. Ja, entwickeln wir das jetzt mal hier kurz gemeinsam. Das nukleophile Zentrum greift entweder hier an dem Keton oder an dem Aldehyd an. Aldehyd hat die höhere Carbonylaktivität. Fast immer. Zusätzlich noch Säurekatalyse, ja, hier eine Protonierung oder da eine Protonierung, jedenfalls in der Gleichgewichtsreaktion, der bevorzugt am Aldehyd und das bedeutet elektrophil, was wir erhalten, ist dann dieses Iminium-Kation, in dem Fall als Acetat, als Gegenanion. Und das Nukleophil ist dann das Enol des Cyclohexanons. Ja, das Produkt, was dabei entsteht, nach Deprotonierung, ist dieses hier. Und in der Tat, sehen Sie hier, haben wir zwei stereogene Zentren. Wir werden also ein Gemisch von Diastereoisomeren haben. Mittlerweile kann man auch Mannich-Reaktionen enantioselektiv durchführen. Dazu nimmt man dann chirale Katalysatoren. Und ein Katalysator, der dabei funktioniert, in den letzten Jahren festgestellt,
Das ist die Aminosäure Prolin. Und wenn man chirale Katalysatoren einsetzt, bei denen es sich um kleine, recht kleine organische Moleküle handelt, dann spricht man dabei von Organokatalyse. Diese Organokatalyse ist zu einem also sehr wichtigen Forschungsthema, aktuellen Forschungsthema in der organischen Chemie in den letzten 10 Jahren geworden. Obwohl Ende der 70er Jahre eigentlich eines der ersten Beispiele gefunden worden ist im Rahmen einer Steroidsynthese, übrigens auch mit Prolin als Katalysator. Ein weiteres Beispiel möchte ich jetzt noch bringen. Mannigreaktionen werden sehr häufig in der Alkaloidsynthese eingesetzt. Und ein sehr frühes Beispiel ist die Tropinonsynthese. Aus dem Jahre 1917. Das Produkt zeichne ich Ihnen hier einmal auf. Das ist dieses Alkaloid. In der Reaktion geht man aus vom Succin-Dialdehyd Methylamin und vom Aceton-Dicarbonsäure-Diethylester. Aceton-Dicarbonsäure-Diethylester hat hier doppelt carbonyl aktivierte CHs, besonders Azide. Hier kann sich sehr gut ein Enol bilden, auch noch zusätzlich eben stabilisiert ist über intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen. Und dadurch, dass es sich hier um Donator-Akzeptor-stabilisierte Systeme handelt. Ja, wie wird das laufen? Sauer katalysiert das Ganze. Zwischen dem Amin und dem Aldehyd bildet sich das Iminiumsalz. Und das ist das Elektrophil, was dann mit dem Enol des Aceton-Dicarbonsäure-Esters reagiert. Ich kürze jetzt mal so eine Gruppe einfach als E ab für Ester. Also nachdem dies als Nukleophil mit dem Iminiumkation reagiert hat, haben wir hier wieder ein Amin. Da hat die CC-Verknüpfung stattgefunden. Und nun kann dieses Amin intramolekular mit dem Aldehyd wiederum ein Iminiumkation bilden unter Kondensation. Hier kann wiederum eine Enolbildung eintreten, eine Enolisierung.
Jetzt haben wir hier das nukleophile Zentrum, dort das elektrophile. Es kommt zum Ringschluss. Dieses bizyklische System ist nun das Ergebnis. Was wir demnächst noch näher besprechen werden, ist, dass wenn man Ester verseift, die in der Beta-Position, hier ist Alpha, da ist Beta, eine Carbonylgruppe haben, dann sind diese resultierenden Carbonsäuren nicht stabil und dekarboxylieren bereits bei relativ geringer Temperatur. Also H+, H2O, dann wird hier in diesem Fall Ethanol abgespalten, zweimal, und auch zweimal CO2. Ja, und das Ergebnis davon ist dann das Tropinon, was dort oben bereits abgebildet ist. Wie gesagt, die erste von einer ganzen Reihe von Alkaloid-Synthesen, wo die Mannich-Reaktion die entscheidende Rolle spielt. Wir haben noch Zeit für eine Übungsaufgabe. Bitte entwickeln Sie einen Syntheseplan für diese Verbindung. Dabei handelt es sich um ein Medikament, das sogenannte Procyclidin. Und es ist ein Medikament gegen die Parkinson-Erkrankung. Real sollte es, weil es ja eine chirale Verbindung ist, enantiomerenrein eingesetzt werden. Sie brauchen hier nur eine Synthese zu entwickeln für das racemische Gemisch. Und bei dieser Synthese, ja, weil es eh Thema ist, sollte eine Mannich-Reaktion drin vorkommen. Wir haben eh Schwierigkeiten, das anders zu synthetisieren als über eine Mannich-Reaktion. Ich gebe noch einen Tipp. Fangen Sie mal ganz unten an in der Synthese, ausgehend von Benzol. Also es gibt einige Grundüberlegungen, mit denen Sie an eine solche Aufgabe herangehen können. Ja, wir hatten ja bereits gesagt, Mannich-Reaktion wollen Sie hier anwenden. Mannich-Reaktion erzeugt Ihnen ein Aminoketon bzw. Aminoaldehyd, irgendetwas in diese Richtung. Ja, Sie haben eine Aminofunktion und Sie haben also hier eine Carbonylgruppe in einer bestimmten Entfernung. Dazwischen liegen halt zwei Kohlenstoffe. Ja? Und bei der Mannich-Reaktion handelt es sich um eine Aminomethylierung. Ja? Hier ist die Aminogruppe und dieser Kohlenstoff, die sind eingefügt worden. Das ist eine Überlegung, mit der Sie drangehen können. Sie können auch sagen, okay, ja, ich habe hier einen tertiären Alkohol, wie werde ich den wohl gemacht haben? Ja, ich muss hier ein Nukleophil an ein Keton drangebracht haben. Ja? Und das Keton sah ja wohl so aus. Wie könnte das Nukleophil aussehen? Ja, tertiärer Alkohol, machen Sie über den Grin, ja. Ein Cyclohexylgrin, ja, plus dieses Keton würde das Produkt ergeben. Und über die Mannich-Reaktion knüpfen Sie diese Bindung.
Das heißt also, was Sie hier brauchen, ist eine C2-Einheit, die da dran sitzt, als Acylgruppe. Ja, die Friedel-Crafts-Acylierung. Also Aluminiumchlorid plus Essigsäurechlorid liefert Ihnen Acetophenon, wenn Sie es denn machen wollen und nicht schon gleich kaufen. So, und jetzt brauchen Sie noch das Amin, hier das sekundäre Amin, Pyrrolidin. Säurekatalyse. Und Sie müssen nur noch eine Methylengruppe einfügen. Also der einfachste Aldehyd ist das, was Sie einsetzen müssen. Und das ist Formaldehyd. Ja. Und da sind Sie dann bei diesem Keton, was ich jetzt einfach nochmal hinzeichne. Das war schon alles. Am Freitag machen wir weiter mit noch einer Alkaloidsynthese, wo eine spezielle Mannich-Reaktion eine Rolle spielt. Und dann werden wir voraussichtlich weitermachen mit oder anfangen mit Reaktionen an Alpha-Beta-ungesättigten Carbonylverbindungen. Bis Freitag dann.